Weißt du, was die Seelen früher richtig scheiße waren? Da Ja. keiner Bock gehabt, die zu farmen. Ja, gut, es gab ein paar Kniffe, wie man es sich einfach machen konnte, aber Ja gut, damals, jetzt wir geht's haben ja es immer leicht, schwer ne? gemacht. Ja, mittlerweile kriegst du die halt überall, weil du stundenlang im Untergrund farmen musst. Genau. Ja. Kriegst du Generell eigentlich ziemlich irgendwas kriegen. zügig. Vor allem, wenn du zu fünft spielst, dann sind wir halt eh die ganze Zeit im Untergrund und brauchte ich sonst noch was, um Chlorophytbarren herzustellen? Nein. 13 Chlorophytbarren. Ja, noch Reforge wollte ich mal machen. Reforge. Mensch. Hattest du dich jetzt eigentlich entschieden, auf was du gehen wolltest? Also Schwert oder Lanze? Ich werde beim Schwert bleiben. Ich könnte dir nämlich ein Schwert craften, was 98 Melee-Damage verursacht. 98. Was ist das denn bitte? Das ist dieses nette Ding hier. Okay, ist das schon aus den neuen grünen Barren oder wie? Das ist aus den grünen Barren, genau. Das habe ich jetzt gerade gecraftet, also entweder nimmst du es, sonst muss ich es verkaufen. 98, was mache ich? Oh, ich mag mein Ding so, das macht 57. Hat es wenigstens tolle Werte? Oder? Ich glaube, das hat jetzt nichts Spezielles, aber wenn du mir das nochmal gibst, dann hole ich dir eine verdammt gute Verzauberung da drauf. Was ist mit Ramon? Was wolltest du jetzt mal gehen? Auf was? Ich habe jetzt gerade was gemacht. Lass mir das auf Schwert gehen. Schwert. Ich weiß, dass es ein tolles Terraria-Schwert gibt. Das will ich mir auf jeden Fall gerne craften. Das werde ich auch dann bald auch mal zeigen, weil ich habe mir ja die ersten Teile davon schon gecraftet. Warte mal, Legendary ist die beste Verzauberung. Okay, dann lass mich kurz mal. Hoffentlich ist der Hampel hier schon wieder eingezogen. Ja, wunderbar. Wo wohnt er denn da? Wohnt er? Okay. Ja, gleich tun wir ja wieder alle töten. So, also ich krieg dein Schwert mindestens über 100 Schaden. Kann ich dir sagen. Das ist heftig. Deadly Large, Deadly Damage, Deadly Broken Heart. Vor allen Dingen Verzauberungen, das ist auch nicht schlecht. Frag mich, Pascal. Kann ich mit einer Kanonenkugel Häuser kaputt machen? Weiß, dass ich es mit meinem Raketenwerfer könnte, also schätzungsweise ja. Schieß damit jetzt nicht rum. Boah, ich muss mal unbedingt wieder anfangen, damit die ganzen. Wie hießen die nochmal? Rohre zu verlegen. Oder die Elektrik zu machen. Allen bauen. Kann das jetzt auch mal Legendary werden? Als ich meine Sachen heute neu verzaubert habe, musste ich irgendwie fünfmal neu schmieden, damit es richtig gut wird. Wert hier ist gerade echt eklig. Es muss ja nichts unbedingt High-End-mäßiges sein. Ich fand die Sichel halt jetzt Ja. nur ziemlich cool. Ne? Also ich meine, die hat sehr wenig Schaden, aber der Effekt, dass die halt diese Sichel in der Luft hat, der ist halt so immens stark. Komm, wirst du jetzt mal Legendary, du blödes Kackding? Wie nett. Also da würde ich freiwillig ein Legendary werden. Ey, so oft wie da jetzt schon mit dem Hammer draufgeschlagen wurde, ne? Annoying, murderous, dangerous, light, dull, heavy, weak, low, Also da kenne ich shameful, mich dangerous. aus. Also man sollte das Material immer sanft behandeln. Nicht totkloppen. Wo ist denn der Typ? Nein! 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 Du hast einen Ich hab Schweig das auf gekriegt. Legendary drauf gedrückt. Ja, wie war das mit sanft? Langsamer klicken. Ja, Damage. Hat mich jetzt auch Schweinegeld gekostet, glaube ich. Also ich habe noch einiges an Geld. Ich habe gerade zwei Platin geopfert.
mein Schwert zu verbessern. Oh, wow, okay. Ja, wenn ihr Geld braucht oder so, sagt Bescheid, ne? Obwohl, nee, ich das muss ich dann machen, ne? Ich hab einiges an Geld. Ich auch. Wenn ihr irgendwas verzaubert haben wollt, müsst ihr nur Bescheid sagen. Ich hab an die zwei Platin noch, also... Ich hab ja letztens gefarmt. Geld. Ich hab ein bisschen mehr. Die Jungs sind gut betucht, okay. Ja gut, ich glaube, ich hab 3 Platin oder 4, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Ich hab auf jeden Fall auch ein bisschen Geld. Aber bei wem verzaubert du... Und es ist Legendary, endlich. Plus, also jetzt hast du 112 Melee Damage. Wow. Plus 12% Speed, plus 5% Critical Strike Chance, plus 10% Size und plus 15 Knockback. Wow. Also nice. Im Moment kannst du kein stärkeres Schwert kriegen. Ja, und ach, da ist dieses schönes Chlorophyt. Nice. Ich hatte jetzt übrigens auch herausgefunden, wieso das Geld Fernkampfschaden hat. Es gibt eine Waffe, mit der du Münzen schießen kannst. Obwohl, die hebe ich auf, die finde ich cool. Bleibst hier. Sowas will man freiwillig haben. Wow. Los, Platin, go! Ja, okay, gut, cool. Eine Platin-Münze macht aber auch mal eben, was sind das? Warte. Ja, hat einen Schadenswert von 458 Ranged Damage. Also, ne? Was ich geil finde ist, egal wo du hingehst, du hast überall diesen Buff. Den Regenerationsbuff. Aber ich gucke jetzt gerade mal, welches Schwert du denn meinst. Heißt das wirklich Terraria-Schwert? Nee, das heißt irgendwas mit Terror, Terra-Klinge. Irgendwie so etwas. Das ist ein ganz buntes Ding. Terra, Death, Cutlass, Exotic, bla. Ohne jetzt unabhängig davon spoilern zu möchten, man baut das mit dem Excalibur zusammen. Ah, das Terra Blade meinst du dann, ja? Jo, ja, Terra Schwert Blade halt, ja. Brauchst du aus dem... Okay. Ja, okay, hat einige. Ja, brauchst du den Broken Hero Sword? True Excalibur? Und True Knight's Edge. Ich meine, True Excalibur. Da habe ich schon nachgeguckt, das bekommt alles halt. Du brauchst ein paar Broken Hero Swords dafür, okay. Jo. Pharma-Rama halt wieder. Ich bin halt nie auf Nahkampf gegangen, ich habe keine Ahnung, wie man das kriegt. Aber das Ding ist halt, Heiligbarren braucht man dafür letzten Endes und da kommen wir dann jetzt bald auch dann hin. Ja, viel Spaß. During a Solar Eclipse Event. Das dauert noch ein bisschen. Ja, ist ja nicht so schlimm. Wir haben ja Zeit. Wir sind ja auch noch nicht am Ende des Spiels, ne? Boah, und ich kann... Ja, wir haben jetzt ungefähr die Hälfte. Wenn man an einem gewissen Punkt angekommen ist, dann kommen die ganzen Bosse wirklich von jetzt auf gleich so. Tja, ach nee, gar nicht wahr. Ja, das könnte jederzeit eintreten, das Event, die Solar Eclipse. Okay. Okay. Da wir schon alle... Also hier steht, a Solar Eclipse is a hard mode event that occurs rarely after at least one mechanical boss has been defeated. Also hier den Wurm, Twins und so. Ja, dann komm, es wird Nacht. Ich meine, gut, Sandra, das Mäuschen holt sich gerade was zu trinken, aber... Ich bin da. Ah, okay, die hat ja dann. Keine Lust mit uns zu reden, ja. Die ist vielleicht nein, du hast gar nichts gesagt. Nee, eben. Oh, okay, sorry. Dann habe ich wieder angefangen zu reden, bevor ich Tontauben schießen. Taste drücke. Jo, kein Problem. Kommst du hoch? Die ganze Zeit mit uns, nichts passiert. Genau, ich wollte mal gucken, wie... WB. Warte, lasst uns aber so weit wie möglich hier nach links gehen, damit nicht wieder unsere ganzen NPCs getötet werden. Ja, lass sie alle sterben. Warte, go. Ja. Ich will killen. Okay. Ja, warte, was sagt denn die Uhr da hinten in seinem Zimmer? Das ist ganz hier gut, noch dass man... für Magier und so? Achso, ja. Sandra? Was bitte? Du kannst dich hier rechts verbuffen, ne? Achso. Okay. Also hier, da, Kugel. Cool, danke. Das andere gibt dir Beschwörer, aber du kannst ja nichts beschwören, also. Ich kann beides haben. Was wäre mit seiner Tentakel?
Der Darker. Ja, dann... Der ja. Geht noch nicht. Müssen warten, bis wirklich komplett Nacht ist und dafür ändert muss sich dann auch die Musik ändern. Es ist komm, dunkel. Los jetzt hier. Welcher kommt denn zuerst? Wäre jetzt für den Destroyer gewesen. Warte kurz, ich muss dann aber kurz Munition wechseln, weil ich habe extra Munition mir geholt. Gemacht, auch für Bosse. Ah, das ist der Wurm jetzt, der kommt, ne, mit seinen Sonden da. Genau. Den hatten wir ja schon einmal. Da wir jetzt fliegen können, dürfte das allerdings auch ein bisschen einfacher sein. Ah, easy. Ich stelle mich einfach hier hin, ich bin jetzt unsichtbar, tschüss. Ja, wobei, Lai, wenn man ganz genau hinguckt, kann man mich noch sehen. Mhm. Ja, und der Wurm ist leider groß genug, dass er dich vermutlich trotzdem erwischt. Ja, es kann aber, also, solange keiner von euch in meiner Nähe steht, besteht eine Chance, dass er mich nicht angreift, weil ich nicht immer aggro ziehe. So, kann sich jetzt mal die Musik ändern. Nämlich immer noch die Tagesmusik. Ah, okay, doch nicht. Da ist er. Oh, verdammt, oh. Ja, komm, einfach stehen bleiben und drauf von hier. Ja, mit Flügeln ist das richtig krass, ey. Wow. So, das war der Boss. Marcel sammelt ein, okay. Ja, wie immer, ne? Oh. Ist das ein neues Auge? Ach, das sind die zwei, okay. Man hätte auch warten können, bis ich wieder Mana habe. Nee, warum? Mana wird überbewertet, wie Heal. Da habe ich ja schon die Dingenspots gegeben. Genau. Ja, aber ich liebe Nahkampf, da kommst du schön dran. Ja, das Problem ist, dass du immer hinterher fliegst. Ja, das ist gut. Komm, taut's um. So, ja, Marcel sammelt wieder. Oder irgendwer anders. Meins. Ja. Können wir ganz kurz Pause machen? Oh, oh. Ich hab's gerade gesehen, Sandra. Gewöhnlich dran, Sandra. Pascal eben. Da gibt's keine Pause, da gibt's nur Sterben. Sonst stell dich Richtung Haus, damit du nicht umkippst. Oder geh kurz zum Nurse. Genau. Zu deiner, oh ne, jetzt hätte ich schon was gesagt. zu deiner Zimmergefährtin. Ja, du bist ja unheimlich, weil wir dich nicht mitmachen lassen. Okay. So, ja, warte, dann. Wer hat denn jetzt alles Hallowed Bars eingesammelt? Ja, hier, ja. 42. Ja, egal, sehen wir ja hinterher. Die sind ja auch schon im Lager drin. Marcel, bist du ready oder? Achso, hier unten sind welche. Ich bin ready, also. Okay. The Destroyer. Ja, toll, dann geht natürlich auch Marcel. Wie langweilig. Oh, das Schwert ist ja mal richtig. Macht ja Aua. Oh, wie viel Schaden ihr auch macht, ne? Ja, oh, bitte. Diese Sachen, einen Moment. Das ist doch eingesammelt, oder? Also, hab sie. So, wen als nächstes? Oh, wen könnten wir noch machen? Oh, Zwillinge. Ja, meine Twins machen die fertig. Au. Ja, komm runter, komm zu mir. Ja, nimm mich, ich bleib auch stehen. Monster müssen immer zu Nahkämpfern laufen. Yeah. Oh, down. Nice. Alle bereit? Wunder, oder Sandra? Soll ich noch warten oder geht vom Leben? Mach. Okay. Ja, hier, ich habe große Heiltränke da. Schwupps. Die heilen schon um 150, die sind richtig super. Dankeschön. Boah! Mittendrin, statt nur dabei. Jawohl. Nicht hinterher fliegen, Marcel, nicht hinterher. Komm runter hier. Ja. So. Hat einer eingesammelt? Ja, ich glaube ich wieder. 88 habe ich. Ah, du wieder. Wie viele Bosse wollen wir umhauen dann jetzt? Jeden fünfmal. Jeden fünfmal, okay. Wow, was ein Massaker. Wenn wir danach dann nicht genug für drei